Moin, moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe aus Daily. Du hast gerade Daily gesagt. Ja. Hi, ich bin der Nils und ich spiele heute Almost Playly. Das ist viel besser. Ja. Hi, ich bin der Gregor und ich weiß, wo der Ziegenbock den Honig hat. Ich mach mir so Powerphrases. Anscheinend. Hi, ich bin Lars und ich erkläre euch gleich das Spiel. Voll gut. Hallo, ich bin Gunnar und ich teile dann die Karten, lege ich die dann dahin. Sehr gut. Was spielen wir denn? Gunnar. Codenames spielen wir. Wer hat das mitgebracht? Ich habe das mitgebracht. Gekauft, aber Lars musste sich die Regeln durchlesen. Hast du wirklich gekauft? Ja, wir haben es gekauft. Nicht schlecht. Und du hast die Regeln dir durchgelesen, weil ich keinen Bock hatte. Ja. So, ich lege hier schon mal aus. Okay. Ich versuche jetzt einfach mal das Spiel so gut es geht zu erklären. Wir befinden uns in einem Geheimdienst-Kosmos und wir beide sind die Geheimdienstchefs, die auf dieser Seite des Tisches. Wir wechseln immer mal, ne? Wir wechseln dann mal, ja. Ja. Und in dem Fall ist Nils bei mir und Gregor ist bei dir im Team. Und wir werden jetzt gleich hier als Geheimdienstchefs eine Karte ziehen. Kann man die vielleicht hier mal irgendwie sehen? Wo ist denn hier? Ich halte sie mal hier für eine Karte. Die zeigt ein Muster. Dort sind rote und dort sind auch blaue Felder zu sehen und auch weiße und ein schwarzes. Die roten Felder sind die Felder, die ich im Prinzip befüllen muss und die blauen sind die, die Gunnar befüllen muss. Was heißt befüllen? Befüllen heißt, wir haben hier einen Stapel von 25 Karten, diese weißen Karten mit den Begriffen drauf und ich muss versuchen, beziehungsweise die spiegeln natürlich auch dieses Muster wieder, das wir hier sehen, und ich muss versuchen, mein Muster hier quasi auszumalen. Das geht, indem ich Nils Tipps gebe. Und zwar darf dieser Tipp nur aus... Wir nehmen eine, die wir nicht haben. Genau, ja. Also zum Beispiel mal jetzt diese hier, das ist jetzt eine, die wir nicht haben. Da steht jetzt Luft. Luft. So, wie würdest du mir jetzt Luft erklären? Ich würde Luft jetzt zum Beispiel mit Sauerstoff oder so. Was, schön. Michael Crichton? Michael Jordan, hätte ich jetzt gesagt. Darf man Luft? So, das Michael ist Jordan, pfiffig. Ja. Darf man auch... machen. Das wollte ich auch fragen. Pantomime ist nicht erlaubt. Aber darf man Michael Jordan sagen oder sind das zwei Wörter? Ansonsten ist alle Kreativität keine Grenzen gesetzt. Was wolltest du fragen? Michael Jordan wären jetzt ja zwei Wörter. Das darfst du nicht. Es darf ein Wort sein. Wort, okay. Und auch sonst nicht irgendein Quatsch und so. Und du darfst auch nicht natürlich, weil du kannst dich jetzt besprechen mit deinem Partner, der in dem Fall nicht existiert. Aber du kannst natürlich so ein bisschen überlegen, ja, was meint er denn und so, damit es hier auch ein bisschen spannender wird. Aber ich darf dir in dem Moment dann nicht irgendwie so zuzwinkern. Am besten, du schaust mich gar nicht an. Ich muss ein Pokerface bewahren. Ja, genau. Und ich glaube, das Grundkonzept ist ja so. Und wenn, wenn er jetzt falsch errät, dann, beziehungsweise wenn er richtig errät, dann zeigt er drauf. Ich sage Papier. Jawohl, das hat gestimmt. Dann lege ich hier diese rote Karte drauf. Und wenn zum Schluss dann mein Muster ausgefüllt wurde, haben wir gewonnen. Und wenn die Blauen als erstes das Muster ausgefüllt haben, die gewonnen. Wenn er jetzt eine falsche Karte tippt, dann kommt entweder eine blaue drauf, wenn das eben ein blaues Feld war, dann habe ich quasi dem Gegner einen Punkt geschenkt. Und wenn es ein weißes ist, passiert nicht viel. Dann ist einfach nur so ein Zuschauer hier, der dann da ist. Aber dann darf eben die andere Mannschaft anfangen zu raten. Aber eine Sache noch, wenn es dieses schwarze X trifft, das auf dem Spielfeld nur einmal existiert, dann kommt dieser, ich weiß gar nicht, was es ist. Der Teufel! Es ist Carmen Sandiego. Und dann ist das Spiel sofort vorbei und die Aufnahme wird abgebrochen. Genau. Okay. Klingt kompliziert, ist aber ziemlich einfach. Ja. Wir kommen rein. Was ist, wenn ich durch Zufall eine richtige Karte nehme, die aber mit dem Hinweis nicht gemeint war, ist egal, weil ist richtig, ist richtig. Genau. Richtig ist richtig. Gut. Und man sagt, ist so lange dran, wie man eine richtige Karte aufdeckt oder wird gewechselt? Ja. Genau. Ja, genau. Du bist, genau. Ja, oder Frage ist schön genau. Ja. Also man ist so lange dran, bis man. Wenn du ein falsches Feld tippst, dann bin ich quasi. Man ist also, genau. Gut. Gunnar, lass uns den geheimen Erinnerungshandschlag machen. Achso, was haben wir hier? Okay. Ich habe den Scheiß gar nicht. Die haben es nur so. Okay, willst du? Was ich noch sagen wollte, man kann auch zwei Wörter, also eine zwei dahinter sagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir hatten eben Fisch und Meer, unser Beispiel. Und da kann ich einfach nur Wasser sagen zum Beispiel und dann sagt die Zahl 2 und dann weißt du, okay, ich meine zwei Aber Begriffe gleichzeitig. Aber das ist der Punkt, den ich noch nicht verstanden habe. Warum man das machen soll? Warum sollte man das machen? Weil man erhöht ja nur das Risiko. Ja, ne? Das stimmt. Ja, aber vielleicht gibt's... Vielleicht ist man aber cool dann auch. Ja, und du kannst ihm dann quasi schon einen Tipp fürs Nächste, also du hast quasi mit einem Tipp schon zwei Tipps und zwei Runden abgedeckt, im Prinzip. Also wir sollten das tun so. Das stand so in der Regel. Also im Exzens hat sich mir bislang noch nicht erschlossen. Okay, wir machen es einfach mal. Ist ja noch, ich glaube, wir haben irgendeine Regelung vielleicht falsch verstanden. Aber egal. Sein, ja. Gregor, ja. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Also ich bin ja bei solchen Spielen immer ganz vorne mit dabei. Absolut. Denktechnisch, ich bin sehr froh, dass man nicht malen muss. Das wird sonst in Katastrophen sicher gehen, aber ich bin bereit. So. Pass auf, Gregor, ich weiß schon was. Darf ich anfangen? Du fängst an, weil hier ist blau. Ach so. Okay, ja, das ist Brand.
Alles klar. Sauer 2. Sauer 2. Okay, also die Zitrone ist es auf jeden Fall schon mal. Erst wenn er Die Zitrone ist es und ich würde jetzt sagen, saurer Apfel, aber lass mich erst mal gucken, ob da nicht noch was anderes zusammenkommt. Saures Auto geht nicht. Sauer Becken ist vielleicht irgendwas, was man isst. Ah, aber das Gesicht kann auch sauer sein. Ich frag mich mal was, ja? Wenn ich anfange, ist es der saure Apfel. Oh. Eindeutig. Dann sage ich nochmal, sauer 2. Was? Ob das so schlau war? Okay. Verdammt. Sauer Koch, Papier, Wasser. Also dann ist es vielleicht sogar auch das Gesicht schon mal. Aber die Kirche kann nicht sauer sein, es sei denn, man hat den Sachen aufgedeckt. Das war kein nein, Pokerface. Nein, ich habe was Falsches gelesen, einfach nur. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut sogar. Ah, du hast Kirsche gelesen, ja. Die saure Kirsche. Du Schwein, ey. Nein, ich nehme das Gesicht. Ah, ja, das stimmt. So. Du alte Sau. Oh. Alter, das ist ein S. Ein Buchstabe, der seit Jahrmillionen schon existiert. Das fängt ja schon gut an. Bitte nochmal. Dann sag jetzt Christ. Das ist die Kirche. Die Kirche. Aber ich meine, du hättest einfach auflegen können. Also. Warum hast du nicht einfach aufgelegt? Warum gab's das? Er hat es ja nicht gesagt. Genau, ich wollte auf Nummer sicher gehen, weil man weiß ja nicht. Aber ich meine, das war ja schon eindeutig. Aber was. Ich verstehe das nicht. Oder geht die Runde doch nicht weiter? Ne? Weil das macht keinen Sinn. Guck mal, vielleicht darfst du nur zwei, wenn du zwei sagst, darfst du zweimal wetten. Weil er hat jetzt zum Beispiel hat er gesagt, so, ja, okay, den zweiten nehme ich nicht. Und dann hat er einfach den zweiten das ist so falsch. Das ist ja sowieso Hanebüchen. Ja, aber weißt du, so, wenn er hat ja einen richtig gehabt. Ja. So. Und entweder er kriegt den zweiten Hinweis oder er kriegt ihn nicht. Aber das macht für mich keinen Sinn. Er sollte zwei aufdecken. Ja, er hat einen aufgedeckt, hat dann doch noch den Hinweis bekommen. Das macht alles keinen Sinn. Das heißt, er darf vielleicht nur weitermachen. Also dieses, wenn es richtig ist, darf man weitermachen, ist, wenn er drei gesagt hat. Also okay, dann machen wir das so. Dann ist gut. Aber okay, auch ja, selbst da erschließt ich mir nicht, warum man das dann riskieren soll. Okay, machen aber wir jetzt auch. Jetzt weil dann ja der Gegner drankommt. Dann, also ich würde dann immer nur eins machen, weil du kriegst fürs zweite. Aber wir haben ja jetzt zwei geschafft. Ja, jetzt. Also macht einfach weiter, aber... Nee, ist ja blöd jetzt. Dann hören wir jetzt auf. Ja, also jetzt, dann komme ich jetzt dran. Ja. Okay. Dann darfst du auch jetzt zweimal machen. Nee, dreimal. Nee, das machen wir einfach so, wie es jetzt... Aber dann haben wir ja schon vier jetzt vor. Ja, wir holen noch auf. Ja. Also, ich sage jetzt Ritter 1. Na gut, also... Schau dich einfach mal um. Ja, ich muss erstmal alles... Was wollte ich dir sagen? Ja, gut. Es ist aber auch ziemlich einfach, ne? Ja. Also die Burg. So. Jetzt seid ihr dran. Okay. Schnalle, Ass 1. Schnalle 1. Ja, gut. Wo ist er denn? Der Gürtel. Ja. So macht es nämlich auch Sinn, dass man zum. Jetzt macht es nämlich Sinn, wenn man abwechselnd macht, dass man dann zwei macht, weil dann. Jetzt können wir dann wieder aufholen. Also dann wird es auch Sinn machen. Ja. Soll ich den Verlag mal schreiben? Aber wir rufen uns erstmal ein. Ja. Ich sage. Riese 1. Zwerg. Das ist der. Den Namen gibt's da. Ja, aber es. Oh. Er meinte Zwerg. Okay. Ja, okay, da gibt es wahrscheinlich keine Regelung, wenn es das Wort tatsächlich ausschließt. Ich glaube, ich hätte es nicht sagen, du weißt jetzt gerade nicht. Liegt, wahrscheinlich, ne? Aber das habe ich nicht gewusst, deswegen. Ja. Okay, das ist wie bei Tabu, wo dann diese vier Wörter sind. Okay, dann für die Zukunft nicht eins der Wörter. Okay, da muss man natürlich erstmal schauen, sonst hat man Fail. Okay. Ja. Okay, Gunnar. Trabi 1. Trabi 1. Okay, Trabanten verlieren sehr viel Öl, aber es ist das Auto. Ja. Ich hätte. Ich sag mal so. Sand 2. Okay, gut. Also, wir haben auf jeden Fall den Strand. Dann haben wir noch. So, und jetzt kannst du sagen, du weißt es nicht. Also, es oder gibt zwei Möglichkeiten. Entweder. Ach nee, das ist Riese und nicht Reise. Okay, also, es gibt noch Sandpapier, das kann es sein. Auge im Sand, Sandmännchen, kann natürlich auch Sandmännchen, streut Sand ins Auge, kann auch Auge sein. Löwe, Wind, Sand wird mit dem Wind transportiert, das stimmt auch, aber das ist es, glaube ich, nicht. Leben, das ist die Lebensuhr, Sand rinnt durch die Lebensuhr. Katze kackt in den Sand, der Bär kackt auch in den Sand. Riese, Glück, Öl, Auflauf,
Wald ist natürlich auch mit ein bisschen, aber es ist es ja nicht. Und Becken. Gut, also es ist entweder Papier oder, na Katze, Auge. Das Auge ist dir, glaube ich, zu abstrakt. Also, du hast nicht an Sandmännchen gedacht, du hast, oder Sandpapier. Hast du an Sandpapier gedacht? Ist dir das überhaupt geläufig, dass es Sandpapier gibt? Ich darf nicht sagen. Nein. Sand im Auge. Shit. Okay, das heißt, wenn ich jetzt verzichte, dann haben wir einfach nur eins statt genau. Drei. Und wenn ich jetzt aber was Falsches mache, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass es das Schwarze ist, das Zweitschlimmste ist, dass es ein Blaues ist und das, was gar nicht schlimm ist, dass es das ist. Richtig. Das okay, das heißt, genau. Ich riskiere jetzt einfach, dass es nicht das Schwarze ist und ich sage, du hast Sandpapier gemeint. Okay, dann muss ich jetzt leider den Zuschauer. Gut, das ist ja egal. Der tut es ja nicht. Okay, will ich nachher mal den Gedankengang hören. Das war aber auch. Das Benjamin. Benjamin. Okay, also Benjamin würde ich als Eigen. Moment. Ich dachte gerade an Gewächse, ob es denn das Blümchen ist, aber die sind natürlich nicht da. Benjamin. Es gibt doch keinen Bär oder eine Katze, die Benjamin heißt, oder? Warte mal, wie ist der Löwe? Der schielende Löwe war Clarence, ne? Es war nicht Benjamin. Benjamin im Auge, Benjamin im Hotel. Das ist ungefähr jede Benjamin-Blümchen-Folge da, glaube ich. Klingt doch gar nichts an. Ja, verdammt, ich bin, glaube ich, zu sehr versteift auf Elefant und Benjamin-Blümchen, echt. Okay, also Wasser, Hotel. Ich schließe mal, Benjamin ist nicht Leben. Also, oder vielleicht in einer anderen Sprache. Ah! Benjamin der Koch! Benjamin Koch! Ja! Alles klar. Wie viel hast du gesagt? Ein. Okay, dann sind wir jetzt wieder dran. Okay, pass auf. Ja. Pass gut auf, ich hab was Gutes. Ich hab was Gutes. Ja. Hurricane 2. Okay, Hurricane ist ein Festival, bei dem es immer regnet. Das heißt, es könnte also Wasser sein. Hurricane Wind, auf jeden Fall Wind. Löwe, Auge, Leben, Katze, Bär. Riese, Glück, Öl, Auflauf, Becken und Wald. Okay, also es ist auf definitiv ist es Wind und wahrscheinlich ist es auch Wasser. Ich sage, es ist auch Wasser. Hurricane, Wind, Wasser. Warte mal, ich nehme es zurück. Hurricane, es ist ja auch in den USA, in Texas gibt es ja auch so Hurricanes. Das hat überhaupt nichts mit Wasser zu tun. Und Wasser ist eher so Tsunami. Okay, das muss ich nochmal gucken. Also, Auflauf könnte aber natürlich auch Hurricane, Öl, Wald. Es bringt mir Becken, gar nichts, wenn du es Glück. Ja. Riese. Bringt mir rein gar nichts. Leben. Katze. Hurricane. Hurricane war auch ein Boxer. Da gab es aufs Auge. Die Spieler, Entwickler haben sich schon wieder was dabei gedacht, ne? Es ist schon. Ja, ist möglich. Gut, ich muss mich ja mal für was entscheiden. Hurricane. Auflaufen. Öl. Die brennenden Öl-Hurricanes in Kuwait. Aber Hurricane bedroht auch das Leben. Also Hurricane ist eine Bedrohung fürs Leben. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, du meintest, dass der Hurricane ist sehr bedrohlich fürs Leben. Weil mit Wasser hat es nicht unbedingt was zu tun. Also ich sag Leben. Ja. Glück gehabt. Sehr gut, ja, Glück gehabt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Weil die Scorpions Rock You Like a Hurricane live gespielt haben. Ja. Was war der Hintergedanke? Ich weiß es. Ich darf mich nicht dazu äußern, weil ich es gleich vielleicht nochmal auffriemeln werde. Aber okay. Ich sag mal, Königsfelsen. Königsfelsen? Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Ein König, der hat so ein. Beim Schach hat er so ein Kreuz auf dem Kopf, oder ist das die Dame? Ich hätte was anderes sagen sollen. kurz danach gedacht. Königsfelsen. What the hell? Ist das was am Wasser, wo man dran vorbei ist? Ein Löwe ist ja kein Königsfels. Oder wohnen die Löwen auf dem Königsfelsen? Bei Herr der Ringe hätte ich fast gesagt, wer ist das König der Löwen? Als sie auf dem Königsfelsen gewohnt haben, Simba und sein Vater. Ist es nicht, ne? Königsfelsen, Glück. Zum Glück bin ich nicht beim Königsfelsen. Scheiße.
Ist das vielleicht eine Umgangssprache im Becken, ja? Für das der Beckenknochen? Wie wir alle wissen. Ja, der Beckenknochen ja, ne? ist zusammen das, mit dem Königsfelsen, bildet er die Rippen. Vielleicht findet man den im Wald. Ist es was zum Essen? Scheiße, ich bin so dumm. Okay, Königsfelsen. Hast du wieder was Falsches gelesen, Gunnar? Nein. Aber mit Sauerkirsche war das schon sehr gut. Sauerkirsche, ja. Gute Sauerkirsche. Okay, nochmal. Also, Wald, die Katze, vielleicht muss ich nicht. Vielleicht wohnt dort Adam Riese beim Königsfelsen. Das kann es nämlich sein, aber ich bin nicht so mit den Märchen so vertraut. Mhm. Ich glaube, das wird jetzt alles nur drumherum gelaufen. Ich nehme. Riese. Immerhin. Das müssen wir nachher mal klären. Ja, ich erkläre es dir mit dem nächsten Hinweis. Ich mache jetzt eins. Und zwar einfach Iris. Auge. Okay. Das war tatsächlich auch mein Tipp für Hurricane. Woher kennst du den Auge? Ich dachte, das Auge von Iris Berben. Ja. Ja, ich hätte Bär genommen, glaube ich. Okay. Ich Iris Berben. Sehr naturwissenschaftlich unterwegs. Erdberben. Aber es hätte so viel sein können. Leben war Gott Simba. Simba der Löwe. Okay, das war durch Zufall richtig. Okay. Ja, ist klar. Das heißt, du hast das Auge. Ja, aber wer ist der Winner? Ich habe aber noch einen da drauf auf der Karte. Okay, wie viel steht's? Also, wie viel brauchst du noch? Ich habe noch einen auf der Karte, aber ich habe keine Karte mehr. Wo ist denn? Ist vielleicht einfach, weil es vorbei ist, dann einfach sagen, okay, wir haben es geschafft. Nee, Moment, es gibt noch eine doppelt. Ich weiß auch nicht. Ah, hier. Den Doppelagent. Ich weiß aber nicht, was das jetzt genau ist. Der Doppelagent. Achso, wer jetzt die letzte Karte hat. Ah ja, okay. Mhm. Okay. Okay. Okay, das heißt, ich habe noch zwei. Da muss ich ja jetzt, muss ich mal ganz kurz schauen, wo ich überhaupt noch was habe. Wie kannst du die Brücke schlagen? Du musst jetzt alles schaffen. Ja. Mit einem, okay. Ich schaffe es auf jeden Fall nie gleich. Okay, Moment. Ach du Scheiße. Okay, ich bin jetzt mal freaky. Warte mal, musst du nicht drei sogar machen? Achso, was ist das dritte? Weil wenn er sagt, er schafft es gleich, dann müssen wir eigentlich drei schaffen, ne? Du musst jetzt auch drei. Mit einem, das müsste jetzt ein Geniestreich her. Mit einem alle. Ja, aber ich bin doch nur noch. Du musst zwei nur noch zwei, ne? Ja. Echt? Aber wieso, was ist denn mit dem noch Doppelagent? Ein Doppelagent? Der Doppelagent aber natürlich. Komm, aber was ist denn der Sinn eines Doppelagenten? Keine Ahnung. Ja. Vielleicht ist der hier auch schon. Egal. Nee. Das macht auch gar keinen Sinn. Hat er dann die roten Augen? Nee, ne? Na gut, dann ist auch egal. Zwei brauchen, dann also okay, aber wir machen jetzt das zwei, okay? Wir beide schaffen das jetzt. Ja, und zwar sage ich jetzt Folgendes. Es ist, ihr müsst es jetzt schon. Es ist freaky. Aber ich sag's. Zwei. Kleeblatt. Es ist ein Wort, Kleeblatt. Du hast dein ganzes Leben drauf gewartet. Es ist selbstverständlich das Glück, das ist ja klar. Also das können wir schon mal reinmachen, Glück. Okay, jetzt ist, so, jetzt ist Finale. Der Rest, also Wasser, Kleeblatt ist eine Pflanze, braucht auf jeden Fall Wasser. Hotel, Tokio Hotel, sehr viel Glück gehabt in ihrer Karriere. Oh Gott. Die Katze frisst manchmal Gras, wenn sie kotzen muss. Sicherlich ist da auch mal ab und zu ein Kleber zwischen. Der Bär braucht auch viel Glück, dass im Winterschlaf nicht entdeckt wird. Öl, wenn man Öl hat als Bodenschatz, ist man auch von Glück. Es sei denn, man wird überfallen, dann nicht. Auflauf, Kleeblattauflauf, Kleeblatt im Wald, ja, Kleeblattbecken, nee. Also entweder ist es Wald, weil Kleeblätter im Wald wachsen, oder ist es Wasser, weil sie Wasser brauchen. Ich bin so aufgeregt. Becken, nee. Okay, pass auf. Ich sag entweder es ist Wald oder es ist Wasser. Ich gebe dir kurz Telepathie rüber, ne? Also, ja. Okay. Aber Kleeblatt. Kleeblatt wächst nicht im fucking Wald. Kleeblätter wachsen auf der Wiese. Die wachsen auf der Lichtung, wenn überhaupt. Also es muss Wasser sein. Also ich sage, es ist Wasser. Fuck! Was, Wald? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich darf es nicht sagen. Shit. Ich sag mal Olive. Ist Öl. Nice! Fuck! Das wäre Wald gewesen. Was wäre Wald gewesen? Und natürlich wohnt Simba. Aber es war auf sehr schwer, ja. Ja. Aber ich darf auch nicht mal dazu sagen, ist um die Ecke gedacht. Das ist Dings, aber. Und natürlich der Auge des Hurricanes.
Ja, klar. Aber viel knapper hätte es nicht sein können. Aber was du bei dem einen, was war das andere denn noch, was du erraten magst am Anfang? Ja, 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 ja. Und ihr hattet Vorsprung. Am Anfang habe ich überhaupt nicht gerafft, was du da wolltest einmal. Mit was? Bei Auge? Nee, bei Auge schon. Da war eins Auge des Hurricanes. Aber ja. Königsfelsen war schon Löwe, oder nicht? Ja, ja, war Simba, ja. Ne? Ja. Ach so. Ich wollte es nicht so einfach machen, dachte ich, wenn ich jetzt... Schade, schade, schade. Na gut, also sehr schön, sehr schön. Ihr habt ja zwei Runden. Wollen wir die einfach umdrehen? Ja. Guck mal, ich drehe die einfach um. Zack. Okay. Ja, ist tatsächlich so auch ein Vorschlag. Du bist jetzt der Chef, ne? Chefe, gut. Die mache ich. Soll ich hier einfach einen Benjamin aus- Koch. Gregor, du bist mit mir, ne? Ja, ich hatte richtig ja. Schiss, als du nicht auf Benjamin Koch kamst. Alter, aber es war auch... Ich muss nachdenken. Alles Klärchen. Im Pupillchen. Ach so, warte mal, müssen wir das nicht auch mal irgendwie... Nee, müssen wir nicht in die Kamera rein? Nee, eigentlich nicht. Nee. Ich glaube, die haben es bis dahin vergessen sowieso. Das ist nicht unspannend, ne? Kann man nicht behaupten. Ach, warte mal. Je nachdem, wie der Rand ist, der fängt an. Aber ist das Gleiche? Nein, das können wir ja nicht absehen. Fotografisches Gedächtnis. Also so, es sind ja 5x5. Das ist also. Du weißt aber, was ich meine, ne? Also, dass wenn ich jetzt die Karte andersrum hingelegt hätte, dann hätten wir auch andere Dinger bekommen. Hätten wir auch andere Dinger bekommen, ja. Also okay, also die da ist das, ja? Nein, die da ist das. So wie wir es sehen. Ja. Ach so, okay, das ist okay, so wie wir das sehen. So wie okay, wir das sehen. Da oben ist da und da oben da ist da oben und ist da oben ist hier. Ja. Das ist hier und das ist da. Na gut, alles klar. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Bei Klebel hat gerade, weil ich muss erstmal checken. So, ich auch. Aber wie kriegst du auch Glück und Wald unter einen Hut? Da ist doch Kleeblatt nicht so schlecht. Wald, Wald. Glück und Wald. Auf Lichtungen wachsen Kleeblatt oft. Ja, gut. Erika. So muss man sagen. Und Marc. Okay, okay. Das ist jetzt ziemlich einfach. Fangen wir eigentlich an oder fangen. Das fängt der an. Am Rand so. Ist eine Farbe. Gut, rot. Dann fängst du an. Dann fängst du an, ja. Okay. Ich kenne die Hälfte der Wörter nicht. Das sind ja auch Deutsch. Okay, dann. Oh, Alter. Oh, ob du das raffen würdest? Oh, das wäre aber sensationell, wenn du es raffst. Ich bin schon sehr intelligent, muss ich ja sagen. Oh. Als kleiner Tipp. Oh, ich probiere es mal. Oh, volle Kanne. Okay, pass auf. Und zwar probieren wir mal, obwohl, scheiße, ich muss alle anderen ja auch mal lesen. Warte mal eben, nicht, dass du da... Ja, stimmt, habe ich gar nicht drauf gedacht. Ja, bitteschön. Ja, interessantes Spiel. Ja, ich finde es echt gut. Ich schon was dabei gedacht, Leute. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, irgendwie, ich sage jetzt 5 und dann schafft er 2, dann ist das aber okay, ja? Mhm, aber ich gehe natürlich, du gehst das Risiko ein, dass ich diesen Spion-Typen erwische. Okay, ich sag, oh, ich bin gespannt. Es ist Risiko. Ich sag 3. Piu, 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 piu. Und ich sag... Atommüll. Was? Okay, dann gehe ich mal durch. Gehalt ist Quatsch, Core ist Quatsch, Millionär, Atommüll. Ja, kann man natürlich schon Geld verdienen mit Atommüll. Feige, ja, auch nicht verkehrt. Erika Steinbach, Stock, Mark, also bisher habe ich nicht viel Rolle. Dichtung, Schotten, macht die Schotten dicht beim Atompolitik. Kirche, Atommüll, Mangel. Dietrich, Schule, Ente, Strauß, Lager, okay. Okay, also ich, um das schon mal abzudecken, sage ich Lager. Okay. Ich muss drauf zeigen, glaube ich. Ja, so, Lager. Satz, Grund, Hahn, Kapelle, Fall, Jura, Niete, Geschirr. Holy shit! Ich dachte, da kommt zumindest irgendwas, was mich was anfangen kann. Mr. Burns. Eieieiei, Atommüll, Mangel, Grund, was ist dein Grund? Was kommt aus dem Hahn? Kommt aus dem Hahn etwa Atommüll? Um Himmels Willen, Fall, der schlimmste anzunehmende Fall. Oh, eieiei, Jura, Niete? Nee. Ente, Atommüll, eine Ente, die zu viel Atommüll gefressen hat. Oh. Zu einer Riesenente.
ein Stock, Erika. Okay, also ich muss irgendwas machen, ne? Nee, du einen hast ja richtig. Ich kenne natürlich auch Atommüll. Ich kann auch diesen Tipp einfach in meinem Kopf behalten. Satz. Junge, 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 Nils, Nils, Nils. Kirche. Einmal husten war was? Dritte Reihe. Ne? Okay, ich mach vielleicht noch was. Ich gehe vielleicht noch Risiko, weil du hast Risiko gemacht, dann mach ich das auch. Aber warum wird man reich mit Atommüll? Das macht doch keinen Sinn. Aus dem Hahn. Geschirr, Ente, Stock. Stock. Feige. Feige? Okay, ich sage. Habe ich nicht vorhin irgendwo Fall gehabt? Wo ist denn das Fall? Da hinten, okay. Nee. Nee, ich mach Millionär noch. Weil man da sehr reich wird, wenn man mit Atomen. Ist es noch? Dann mache ich vielleicht sogar noch was. Soll ich dann nochmal Risiko gehen? Oh. Wenn das dritte jetzt auch noch stimmt. Aber Gehalt, das kann nicht sein. Dann hätte er irgendwas gesagt mit. Wahrscheinlich war sogar auch Millionär nur Glücks. Ich lasse es. Ich auch. Okay. Nicht schlecht. Ja, jetzt bringen wir es tatsächlich unter Zugzwang, weil wir sollen auch eins mit zwei machen, damit die hier nicht so rumrotieren. 100%ig Zufall? Ihr könnt übrigens jederzeit sagen, wenn es euch zu lange geht, dass diese Sandsäulen in Einsatz kommt. Scheiß machen wir nicht. Es muss ein Wort sein, ja? Mhm. Was man sagt. Mhm. Zusammengesetzt ist aus ganz vielen, kannst du auch mal. Der Succirebonukleinsäure. Ja. okay. Okay. Ich probier's mal. Man muss schon gut nachdenken dazu, aber ich probier's mal. Zwei. Bildung. Ja, pass auf. Schule auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, ist es Jura, weil man studieren kann, oder ist es Grundschule? Grundschule gibt's ja auch. Vielleicht meinst du dann Bildung? Guck mich mal, guck am besten nicht einfach. Ich guck immer woanders hin. Bildung war das, okay. Erika, Feige, ist Quatsch, Chor, Feigen, Ralle, Schotten. Schotten, haben die eine gute Bildung? Man weiß, Kirche ist natürlich, hat man wenig mit Bildung zu tun. Dichtung, Mangel an Bildung gibt es natürlich auch. Den Mangel an Bildung. Ach, weißt du übrigens Ente, was? Hier gibt es auch eine Uhr, ne? Ja, also wir können sagen, wenn es zu lange dauert, können wir sagen, Fall. Wir drehen die jetzt um. Also man die ist nicht Pflicht, aber wir können Grundschule die, wenn wir oder Jura, da wäre ich jetzt, oder? Aber okay. Könnte schon irgendwann Sinn ergeben. Jura oder Grundschule? Also Grundschule. Ich habe Schule gehabt und dann, weil Schule schon da war, meinte auch vielleicht die Grundschule dann noch dazu. Welches Wort habe ich denn gesagt überhaupt? Bildung. Ich nehme Grund. Zuschauer. Nein! Oder sogar? Ja. Hey! Dankeschön. Danke. Ich bin zu dumm. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Kacke. Es ist okay, Mann. Es ist okay. Kacke. Wir haben tatsächlich eine Uhr. Naja, die benutzen wir aber nicht. Die ist optional. Ich dachte, hast du ja Jura schon. Ja. Shit, ey. Nun, Nils, jetzt bin ich sehr gespannt. Mhm. Kacke. Du. Wenn es nicht klar ist, sagst du einfach nein. Ja, nächstes Mal, Jo, ne? War kein Profi vom Himmel fallen, ne? Okay, pass auf. Versuche ich das nochmal. Okay, pass auf. Ich sage, ach, ich Idiot, ey, das hätte ich direkt machen müssen. Fünf.
Oh Mann, das hätte ich direkt machen können. Das ist eigentlich total bescheuert von mir. Können auch alle machen. Ich krieg alle raus. Okay, pass auf. Mhm. Ich habe zwei Ideen. Ja. Und hau zwar... Hau die bessere raus. Mhm. Oh Mann, ey. Okay, pass auf. Ja, Mann. Zwei. Endlager. Oh, jetzt geht's schon wieder in die Richtung. Ich war vorhin schon so verzweifelt. Huh. Endlager. Genau, das gleiche nochmal. Ja. Ungefähr. Ah, Moment. Schotten macht die Schotten dicht. Was heißt denn Schotten eigentlich? Schotten macht die Schotten dicht? Schotten? Ach, die Schotten. Von Schottland. Okay, Endlager, Mangel, Rolle, Mark, Stock. Stock, Bergstock. Endstock. Wie heißen die? Endlager im Bergbau. Im Bergstock? Heißt das so? Geschirr, Niete, Jura, Fall. Fall. Oh, warum kommst du mit Endlager? Ente, Stock. Erika, Feige. Von was hätte ich gleich so machen können, dann wäre es viel einfacher gewesen. Dichtung. Ich bin die gleiche Kacke nochmal. Dichtung. Ein Endlager muss natürlich auch dicht sein, weil sonst kommt ja die ganze Scheiße nach draußen. Deswegen ist eine Dichtung auch relativ wichtig. Aber mach die Schotten dicht, weil sonst kommt jetzt auch alles raus. Chor, überhaupt keinen Sinn. Hahn, zwei sogar. Okay, mir reicht's. Ich sage... Weil ich wirklich nicht weiß, ich komme wirklich nicht im Ansatz drauf, deswegen sage ich jetzt einfach mal, heißt das nicht Bergstock? Bin ich jetzt völlig verblödet? Ich sag Stock. Das heißt das, das gibt's doch wohl nicht. Okay, okay, die zweite, wir sind so gut. Das ist doch alles Glück. Wie kommt man denn von Endlager, Mangel, Endlager, Stock. Endlager, Stock, Endlager, Fall. Aber es heißt Gaude, größte anzunehmende Unfall. Unfall, Fall! Fall, Fall, Dichtung, Mangel. Mangel? Mangel an gesunder Luft? Ach, scheiße. Okay. Dann sage ich, vielleicht ist es Dichtung. Aber nein, du würdest dann, das Schotten macht die Schotten. Die Schotten haben doch vor kurzem auch abgestimmt gegen Atomkraft. Ich gehe aufs Ganze... Ich weiß im Moment überhaupt nicht, was ich sagen will. Ich gehe aufs Ganze und sage, Fall ist noch dabei. Zack. Soll ich? Ja, mach du. Okay, puh, alles klar. Dann haben wir ja nichts verloren. Wegen Unfall und ja. Okay, so, wir schaffen das. Also, ich glaube, wir müssen wirklich mal aufholen. Ich Oh, was? Oh. Mittendrin? Mittendrin statt nur dabei. Na gut. Na gut. Wir machen ein bisschen Pause. Wir sind gleich wieder da. Und dann... Lass mal die Kamera moderieren. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Zur Sache. Tschüss.